Die Markenum Tradi heute, wie gesagt, im Review. Ich habe sie hier am Start. Das ist meine zweite sehr hochpreisige Tradi. Ich habe bereits die ATH Tradi, habe die schon lieben gelernt, habe die sehr oft benutzt. Ihr wisst ja, dass ich sehr viel Traube rauche oder Traube minze. In letzter Zeit auch häufiger mal gemischt, zum Beispiel mit Kiwi. Aber wenn ich pur Traube rauche, greife ich sehr, sehr gerne mal zur Tradi. Wie gesagt, bis jetzt eigentlich immer in der ATH Tradi, aber. Als ich im Sommer in der Türkei war, habe ich beim Yasin von Black Shisha die Magnum Tradi gesehen und fand die einfach sehr, sehr schön. Und sie hat ein paar Tricks, was sehr untypisch ist für eine Tradi, die wir uns heute auch noch mal genauer angucken wollen. Wie immer am Anfang erstmal, was kostet das Gerät, was kann das Gerät, aus was für Material ist das Gerät? Bei der Magnum Tradi handelt es sich augenscheinlich und auch in der Tat erstmal um eine Tradi aus Kupfer. Allerdings ist nur die Rauchsäule und die Base aus Kupfer. Der Kohleteller ist aus 24 Karat vergoldetem Edelstahl und auch das Tauchrohr ist aus Edelstahl. Das heißt, die Teile, die oft mit Wasser in Berührung kommen, der Kohleteller beim Saubermachen oder das Tauchrohr beim Rauchen, die sind eben aus Edelstahl, sodass sich dann nicht irgendwelche Verfärbungen bilden könnten, sodass man es dann häufiger sauber machen muss, sondern es ist ein bisschen angenehmer zum reinigen könnte man sagen. Im Lieferumfang ist das enthalten, was Sie hier gerade seht, Minus Schlauch, Schlauchanschluss, Kopf und Kopfaufsatz. Ihr bekommt wirklich nur die Pfeife. Es ist nicht mal ein Schlauchadapter dabei. In der Regel sollte man da ja einen Tradi-Schlauch dran machen, der meiner Meinung nach eh das größte ausmacht beim Einrauchen von einer Tradi. Ich habe jetzt leider noch keinen da, der an die Magnum passt, deswegen habe ich einen Silikonschlauch und ein Carbonmundstück. Ist nicht optimal für eine Tradi. Bei der Kopfwahl hingegen bin ich gar nicht klassisch unterwegs. Ich weiß, dass viele sagen, eine Tradi ist für mich immer noch Tonkopf und Alu. Dann gibt es manche, die sagen, eine Tradi ist für mich ganz klassisch Tonkopf und Kamin, was für mich relativ Bullshit ist. A, ich mag Kamin-Setups nicht so gerne. Und B, Kamin-Setups, als ich angefangen habe mit Shisha-Rauchen vor elf Jahren, da gab es noch gar keine Kamine in Deutschland. Und dann von Tradition zu reden, bin ich ein bisschen schwierig. Wenn jemand sagt Tonkopf und Alu, das kann ich noch nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach schmeckt Shisha-Tabak einfach am besten aus einem Pfanne mit einer Smokebox oben drauf. Und deswegen rauche ich auch ganz genauso meinen Traube Minz. So. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied von einem Traubeminze zu einem anderen Flavor sein soll. Im Grunde ist das derselbe Grundtabak, ist das dieselbe Molasse, nur mit anderen Aromen versehen. Deswegen es macht keinen Sinn, dass man es in einem anderen Setup rauchen sollte, nur weil es jetzt Traubeminze ist. Aber eine Tradi, vor allem wenn man noch einen tradi dranhängt, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Sowas kann man auf jeden Fall einrauchen und das kann noch mal so ein bisschen was am Geschmack verbessern. Ne, man hat das manchmal, wenn die Pfeife noch gar nicht angeraucht ist und man zieht mal an so einem tradi dann merkt man schon direkt, okay, das schmeckt noch ein bisschen nach Traube Minze. Lieferumfang sehr mager. Man bekommt nicht viel, man bekommt die, äh, die Pfeife aus Kupfer, man bekommt den Teller aus 24 Karat vergoldetem Edelstahl und man bekommt die Bowl. Und bei der Bowl muss man auch noch ein bisschen was dazu sagen. Das ist böhmisches Kristallglas, das auch noch mit Blattgold versehen wurde, was natürlich zu dem Messing und Goldlook sehr, sehr gut passt und einfach schön aussieht. Die Bowlform finde ich auch sehr, sehr nice. Und es gibt noch einen Trick an der Pfeife, da kommen wir aber später zu. Ja. Fehlt noch ein wichtiger Punkt. Was kostet das Ganze? Und das ist leider sehr, sehr happig. Die Pfeife kostet ohne Schlauch, Mundstück, ohne Kopf, Kopfaufsatz und ohne Schlauchadapter 360 Euro. Es gab letztens eine Aktion bei Magnum, da hat man sie für 25% weniger bekommen. Dann kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Für 360 Euro ist das schon ganz schön happig. Aber es ist auch eine sehr, sehr nice Pfeife, die relativ besonders ist. Warum, erfahrt ihr dann gleich noch. Von daher... Wenn jemand eine hervorragend verarbeitete, sehr, sehr schön aussehende und wunderbar sich rauchen lassende Dradisur, könnte man auf jeden Fall mal ein Auge auf die Magnum werfen. Aber wir machen erstmal weiter mit unseren normalen Review-Punkten. Der erste Punkt, den wir uns da immer angucken, ist die Verarbeitung. Und wie von Magnum gewohnt, alles in Deutschland hergestellt. TÜV-geprüft und zertifiziert, lassen wir die Schlagwörter mal beiseite. Wie ist die Verarbeitung? Wirklich hervorragend. Ich habe nirgendwo Kratzer drinne, die Gewinde laufen super, die Schliffanschlüsse laufen super. Also da gibt es absolut nichts zu meckern. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, genau das und nicht weniger erwartet man bei einer Pfeife, die 360 Euro kostet. Aber das erfüllen sie auch. Von daher alles gut. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Rauchverhalten. Wir gucken uns an, wie ist der Durchzug? Und wie ist der Anzug? Der Anzug ist der Größe entsprechend. Die Pfeife ist ungefähr 50 cm hoch bis zum Kopfadapter. Entsprechend relativ gut. Also, ich habe da jetzt keine Wunde erwartet. Das ist auch letztendlich keine super kleine Shisha, wo der Anzug meistens super gut ist. Aber der ist für die Größe wirklich sehr in Ordnung. Es fühlt sich sehr. Direkt an, es fühlt sich sehr dicht an und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Durchzug ist natürlich tradi-mäßig ein bisschen schwerer als jetzt zum Beispiel bei einer Aeon oder bei einer Stimulation Prime Pro X. Sollte ja auch jedem klar sein, eine tradi hat in der Regel immer einen etwas schwergängigeren Durchzug. So eben auch bei der Magnum auf der Skala von 1 bis 10 würde ich der Magnum Tradi eine 6, vielleicht noch eine 6,5 geben, was für eine Tradi schon ziemlich guter Durchzug ist. Also für mich bei einer Tradi noch ein sehr, sehr nicer Durchzug, funktioniert 1a, fühlt sich sehr, sehr gut an, fühlt sich sehr direkt an, von daher Rauchverhalten auch 1 plus mit Sternchen. Aber again, bei einer 360 Euro Pfeife darf man auch genau das erwarten. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Design. Und beim Design muss ich sagen, ist die Magnum Tradi einfach eine sehr besondere, sehr, sehr schöne Pfeife. Mir gefällt sie unglaublich gut, wie immer beim Design. Wenn ihr euch überlegt, euch die Pfeife zu kaufen, dann muss sie euch gefallen und nicht mir. Deswegen, ihr habt ja die Aufnahmen davon gesehen. Ihr seht ab und zu immer noch mal ein paar Einblendungen von der Pfeife. Überlegt euch einfach, gefällt die mir, gefällt die mir nicht. Ich persönlich muss sagen, ich finde sie für eine Traddy sehr, sehr schön. Es ist mal eine relativ ausgefallene Form bei der Bowl. Was mir besonders gut gefällt, man kennt die Tradi-Bowls ja, da sehen viele relativ ähnlich aus. Ich finde, die Magnum Traddy hat da auf jeden Fall einen etwas anderen Ansatz. Es gibt auch zwei verschiedene Arten von Bowls, von der Form her identisch, aber von den Cuts her etwas anders. Könnt ihr einfach mal auf der Magnum Seite gucken. Gibt übrigens auch Code SWG10 bei Magnum. Das heißt, bei der Magnum Traddy für 360 Euro könnt ihr schon 36 Euro sparen wenn ihr euch eine holen wollt mit Code SWG10. Das heißt, da bei so viel Geld lohnt sich natürlich 10% umso mehr. Aber da gibt es auf jeden Fall noch die andere Bowl, könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne mal angucken. Ich habe mich aber für die entschieden. Das ist die Elegance oder Eleganz, wie auch immer. Ich fand die auf jeden Fall schöner als die andere und deswegen habe ich mich auch für die entschieden. Ich habe euch ja aber die ganze Zeit noch von diesem einen Trick, von dieser einen Besonderheit bei dieser Pfeife erzählt. Und das ist, dass die Pfeife von der Base zur Bowl ein Schliffsystem hat. Das hat den einen großen Vorteil: Ihr müsst niemals mit Dichtungen rumspielen. Die Pfeife sitzt immer wunderbar und die Pfeife ist auch hervorragend dicht. Da hatte ich erst ein bisschen Angst, dass wegen dem Schliffsystem das vielleicht nicht ganz dicht ist, aber kann ich euch nehmen die Sorge. Ist wunderbar dicht. Also wenn ich entlüfte, seht ihr, das kommt nur aus dem Entlüftungsventil und da kommt nichts hier unten aus dem Übergang raus. Also man sieht, das kommt nur aus dem Entlüftungsventil raus. Für eine Tradi, sie hat ein Entlüftungssystem. Nicht jede Tradi hat ein Entlüftungssystem, aber die Magnum hat auf jeden Fall eins. Es ist relativ schwergängig, finde ich aber auch nicht schlimm, wenn bei einer Tradi das Entlüftungssystem ein bisschen schwergängiger ist. So, ich demonstriere euch aber nochmal den kleinen Trick. Und zwar haben wir hier... Einfach den Schliff und das heißt, ihr könnt sogar beim Rauchen das relativ easy rausziehen. Man hat dann noch diesen Metallring, wo das dann perfekt drauf sitzt. Die wackelt auch nicht, also man kann sie mini-minimals bewegen. Aber wie gesagt, die war bis jetzt immer dicht. Plus... Man kann das Ganze dann natürlich auch noch hier drehen, wenn man möchte. Also wenn ich irgendwie das Logo jetzt zu euch drehen will, geht das natürlich auch. Aber ich versuche meistens in den Videos ein bisschen den Schlauch zu verstecken. Deswegen drehe ich das Logo mal zur Seite. Aber der Trick ist auf jeden Fall nice. Wie gesagt, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst. In der Realität hat sich jetzt aber bewiesen. Es ist immer dicht. Es funktioniert super easy. Und vor allem habt ihr auch nie irgendwie ein unangenehmes Haken oder sowas. Von daher sehr, sehr nice. Abschließendes Fazit. Ich bin mit der Pfeife sehr zufrieden. Ich rauche trotzdem sehr, sehr gerne noch die ATH. Muss ich zugeben. Ich benutze beide sehr sehr gerne. Ich habe halt im Moment nur einen Tradi-Schlauch für die ATH. Der passt leider nicht bei der Magnum dran, mit dem Anschluss, den ich da gerade unten dran habe. Deswegen, wenn ich Tradi rauche, will ich halt auch oft einen Tradi-Schlauch rauchen. Deswegen greife ich noch oft zur ATH. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht, wenn ich noch einen Tradi-Schlauch hätte, der auch an die Magnum passt, weil auch die Magnum sehr, sehr geil ist. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann doch eine eher auf Doppelapfel einrauchen und eine auf Traube. Aber im Moment laufen noch beide auf Traube und ich rauche beide sehr, sehr gerne. Danke fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, das Review zum Magnum Tradi hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Shisha WG.